Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Hof Bergmann zusammen mit dem Bosse. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wir müssen wieder mal Hühnerfutter kaufen. Und ich fahre hier gerade ständig gegen die Plattform. Achso, die hat ein bisschen Überhang, deswegen. Weil wir haben ja unser... was war das denn? Der sollte doch... Der wollte eben nicht losfahren hier. Er ist eben vorwärts gefahren, statt rückwärts. Ja, hinten zwei, vorne drei, ne? Eine Kiste war nur beim Metzger. Eine Kiste los? Yep. Die verkaufe ich jetzt mal im Dorfladen. Ja. Ist ja nur eine Kiste. Nicht ganz so hoch. Ja, Viecher brauchen wieder Futter. Das hat ja irgendwie, haben wir verpasst, dass wir aus der Gerste hätten eigenes Hühnerfutter machen können. Und 550 ist jetzt nicht so viel für 200 Hühner. Also muss wir mal das gekaufte Hühnerfutter. Upsala, nicht runterschieben. Nicht multitaskingfähig hier heute. Lenken, Kamera drehen und gleichzeitig den Dings, die Gabel hoch und runter. Das hat hier gerade nicht funktioniert. Wieder 3000 Liter Mehl. Hier ist noch so viel drin, hier ist noch 10.000 Liter drin. Ja, denn verkaufen. Außer wir brauchen wieder was für die Butter. Ich glaube, der Anhänger war noch voll. Der Milchanhänger. Den brauchen wir wohl einen größeren. Ja, da sind noch 5.500 Liter drin. Ja, dann mach voll und fahr einmal weg oder so. Zur Molkerei. Weil Dorfladen, das ist ja wieder so ein... Wo ist denn die Molkerei? Da beim Dings da in der oben. Nähe. Da oben. Bei der Getreidemühle oder Kornmühle. Okay, so geht das nicht. Das hat sich verhakt. Dann müssen wir das doch von der anderen Seite raufstellen. So, immer gleich angurten die Paletten. Mann, ich drücke mal T.
hochkondensiert, deswegen quatsche ich hier gerade nicht so viel. Huch, ey, huch. Bosse verkauft die Milch. Jo. Was waren das? 8000 Liter oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich gar nicht. Oder passen 10er? Ich weiß nicht. Die 8er passen, glaube ich, rein. 7500. Huch, ey. So, wieder an Gurten. Erst Gurten, dann Spurten oder so ähnlich, ne? Oder so. Ja. Irgendwie habe ich da mal was gehört. Eben Strick rüber und ich geh das. Hauptsache ist festgeknotet und kann nicht weg. BAG haben wir geschmiert. Gibt's gar nicht bei uns. Bei uns fahren die genug rum. Polizei ist hier nicht vor Ort. Also ich müsste gleich noch mal eben meinen Router irgendwie noch mal was gucken. Also auf dem Hof kann ich gar nicht fahren. Geitert nicht? Nee. Irgendwo ist wieder Wurm drin. Also bei mir sah ich schick. Mal ein bisschen nachrücken hier, das passt so nicht. Also ich habe hier noch ein volles Fass. Und dann ist noch was drin, oder wie? Dann haben wir noch 4000 Liter. Ja, fahr weg. Mit Olli ist er online, nö, ne? Nö. Vor 3 Tagen das letzte Mal. Ah ja, ich habe gestern noch meinen ersten LKW gekauft. Ja, hast du? Ja. Ja, weiß ich doch. Hast du doch gesagt. Ja. Nein, ich hatte da einen Fehler. Ach, du hattest einen Fehler? Ja. Aber ich habe ihn jetzt. Sehr schön. Und immer noch in, was war das? New Mexico? Ja. Ich kann mir ja irgendwo da oben eine Garage kaufen. Ah, 7500 Liter, geh mir rein. Mhm.
So, so. Ach nee, man ist schlecht, brauche ich da hinten auch. Dann brauche ich den Gurt nicht nochmal abmachen. Man sollte auch zur Abladerampe fahren, ne? Ich glaube, ich wäre das, ja. So, den Stapler wieder in die Parkbox stellen hier. Ach, heute haben sie erstmal Stahlmatten bei uns ausgelegt, bei uns in der Straße. Warum das denn? Ja, bei uns sollen die Schwertransporte ja lang. Für die Windmühlen. Oh, die Windmühlen. Ja, bei uns wollen sie ja die größten ganz Deutschlands bauen. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ein Flügel 60, 160 Meter lang, keine Ahnung wieso. Also das sind so Riesenteile. Oh Mann. Wenn die durch sind, kriegen wir eine neue Straße. Haben sie die, haben vor 2 Wochen haben sie die ganzen Bäume abgemacht. Fahren sie alle schön runter. Haben sie die Stahlmatten da ausgelegt. Mein Nachbar, also der wohnt oben an der Kreuzung. Da haben sie erstmal die Hecke ausgebuddelt. Und Stahlplatten in den Vorgarten gelegt, weil, na, sie schön. Weil sie rumschwecken müssen. Weil sonst kommen sie nicht rum. Er sagt, er kriegt aber auch ganz schön Entschädigung dafür. Ja, trotzdem ist das scheiße. Ja. Ist da ewig Arbeit reingesteckt? Ja. Hat 10 Stück wollen sie bauen. Ich wusste gar nicht, dass das Fan 60 Stundenkilometer fährt. Hm? Ich wusste gar nicht, dass der Fan hier, der alte, der 60 Stundenkilometer läuft. Das macht er ja eigentlich auch nicht. Aber er läuft 60. Hast du getunt? Nee, ich glaube, irgendwas ist mit Motor. Oder im Internet. Ganz schön buggy. So, ich habe den Restmilch jetzt im Fass drin gelassen. Jo. Zu Käserei muss nix. Ich glaube, da ist noch genug. Da sind noch 3000 Liter. Oder 2. Was denn? Die Buttermaschinen sind voll. Okay. Butter ist auch schon fertig. Wo soll ich denn den IT-Runner hinstellen? Hier da drüben? Ja. So, dann heißt es halt jetzt Butter machen, ne? Und Käse runter und. Ich würde mal eben was mit Mutter gucken. Ich kann mich hier nämlich nicht auf den Hof bewegen, ohne dass das hakt. Tja, dann würde ich sagen, legen wir eine kurze Pause in die Aufnahme ein und dann wieder los. Gut, ich bin mal kurz weg. So, da sind wir wieder. Ich bin hier schon mal ein bisschen weiter gewandert und irgendwie ist unser Brotbackofen hier gerade ein bisschen buggy oder so. Mir spawnt hier gerade ein Brot nach dem nächsten und hier passiert aber nichts. Entweder hing das damit zusammen, weil unten im Brennraum lag ein
ein leerer Sack. Und zumindest die Reste davon. Und der ist irgendwie... Weiß ich nicht. Jetzt habe ich ein halbes Boot rausgenommen. Jetzt hat er sich scheinbar wieder gefangen. So, dann können wir auch wieder hier welche reinlegen. Hoffe ich. Ja, er nimmt sie wieder. Das ging nämlich auch nicht. Zack. 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 So. Ist schon wieder ein Brot fertig. Leute, Leute, Leute. Ja, übrigens, ich habe jetzt rausgefunden, beziehungsweise wurde mir in einem meiner Kommentare gesagt, wie man Objekte, die man in der Hand hat, drehen kann. Okay. Maus, mittlere Maustaste, also Mausrad gedrückt halten und dabei die Maus bewegen. Okay. Echt? Wusste ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich habe das bloß mal in irgendeinem Video gesehen. Mensch, das muss man irgendwie können und das hatte ich ja in dem einen Video auch gesagt. Und dann jetzt hat der das Auto hier so schön geparkt. Jetzt kommt man hier nicht mehr durch. Muss kegeln. Mag ja nicht die Fässer einzeln tragen. Ich werde da mit dem Dings rein hier. Ja. Können die euren Milchkannen ja auch rausnehmen und verkaufen. Milchlieferung. Ja, Butterlieferung. Ist noch was drin in den Dingern, oder? Ja, aber ich habe keinen Platz mehr gehabt. Ja, ist ja gut, ich frage ja bloß. Ich habe keine Lust gehabt, die jetzt alle einzeln her zu hinzuschleppen. Da muss die Leeren vorher rausholen hier. Bäh? Oder Fass kegeln. Strike! Gegen eine Beschäftigung müssen wir machen. Jo, jetzt können wir gleich mal Äpfel einsammeln. Ich sag ja, das mutiert hier immer mehr und mehr zu einem Einzelhandelssimulator. Langsam habe ich doch keine Lust mehr drauf. Ich hoffe, dass bald die neue Version kommt. Da hast du ja mehr mit zu tun mit wie bei sonst was. Ja, aber es ist halt gerade bei Seasons, ne? Ist das kannst du schön zwischendurch mal. Dass du was zu tun hast und nicht bloß rumstehst. Ach, Mann. Oder Maschinen leer? Gut. Ja. Ein Fass ist immer. So, ich gehe mal gucken, was die Äpfel sagen. Ach, das ist die Kiste, die hier liegt, die befüllte. Aha.
Okay, das Drehen ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... So, jetzt hatte ich ja Hühnerfutter geholt. Jetzt könnte man ja hier mal eine Palette hinbringen, ne? Ja. Da ich jetzt aber ein fauler Mensch bin und ich erst die Palettengabel anbauen möchte. Und ja heute gut gefrühstückt habe. Ach so. Nehmen wir die natürlich hier auf die Schulter und dann geht das los, ne? Ups. Also ich drücke immer Windows. Ich weiß auch nicht wieso, wenn ich sie öffnen will. Das macht man aber nicht. Jedes Mal lande ich auf dem Desktop. Und ich wundere mich, was ist nun los? Dann fahre ich mal oben zum Käsehaus, ne? Mhm, fast eine ganze Palette reingegangen hier. Mhm, weil wir lange nichts mehr gefüttert haben. Ja, mein gut, dass ich gleich neune gekauft habe. Da geht's aber nicht zum Käsehaus. Da geht's zu den Strohballen. Und zur Mauer. Vielleicht wollte ich da auch hin. Dann willst du einen neuen Transporter haben, was? Nee. Wir sollten nicht beide versuchen, gleichzeitig den gleichen Käse zu nehmen. Na, oh, jetzt zeig ich den hier. Warum ist das hier eigentlich so eng? Ja, also gut, als eng würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ich glaube, ich habe den Transporter ein bisschen zu weit reingefahren. Oh, hier ist noch ein Käse reingefallen wieder. Den habe ich wieder reingeschubst aus Versehen. Der hier ist schon reif. Nein. Würde es denn gehen? Mich festgefahren. Jetzt fährt er die Torflügel auch noch kaputt. Ja, es ist gut. Du sollst den Käse anheben, nicht das Auto. Mein Fehler. Ich hatte auf den Käse gezielt. Käse, Kellerkäse kenne ich ja und Höhlenkäse und so, aber Schotterkäse? Ich weiß ja nicht. Yes. Käse Bowling, was du hier alles machst. Ja. So, Bärbel, jetzt verkaufst du das schön. Ich glaube, unser Regal ist bald zu klein. Die Befürchtung habe ich auch. So. Joa. Ich würde sagen. Oh, hier ist schon wieder ein Brot fertig. Ein Brot. Mann, nicht doch die Klappe zumachen.
Okay, wenn ich hier auf... ich kann hier aufs Regal drauf zugreifen. Hier vor dem Backofen stehe. Hier auf so ein Leibbrot, der hier oben im Ofen drin liegt, die Maus drauf halte. Dann steht da so Fülltyp Käse, frische Eier. Oh. Ja gut. Wer ist der Käsebrote? Ach so, Käsebrötchen kenne ich ja. Käsebrot. Kennst du das, ne? Das ja. ist ein Stück Brot mit Käse überbacken. Ja, oh Mann, ja, es ist klar. So, mit dieser weisen Erkenntnis verabschieden wir uns dann aber wieder für heute. Die Folge ist schon wieder rum. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Tschö, mit euch.